Hallo zusammen, hallo Freunde. In diesem Video möchte ich euch mal eigentlich zwei Techniken zeigen. Ich habe einen Spachtel und zwar, wo habe ich die? Blab, da. Ihr seht, die hat so Rillen drin. Da kann man schöne Muster ziehen. Trotz allem habe ich diesmal den Cell Creator und den Bubble Booster mit reingemischt. Ein bisschen zu viel wie immer, aber das passt noch. Ihr könnt das natürlich auch ohne Silikon machen oder ohne Cell Creator. Dann könnt ihr schöne Linien machen und dann etwas verlaufen lassen, wird das auch super. Ich habe es mit Cell Creator gemacht und ich finde es cool. Ich hoffe ihr auch. Lasst uns starten. Der Rahmen ist 40 auf 40 cm. Dann bis gleich. Ich habe hier den Cell Creator und den Bubble Booster. Ich habe hier Kupfer, China Creator in rosa, eine ganz komische Farbe, rosa halt. Dieses Türkis Blau, hat mir richtig gut gefallen beim letzten Mal. Und noch Red Oxynt und einen großen Becher mit Weiß. Ich möchte ein bisschen swipen dann, und zwar hier mit diesem Spachtel. Ich möchte mal schauen, was passiert mit diesen Rippen, was da rauskommt. Okay, jetzt mische ich mir erstmal. Ich nehme jetzt erstmal den Cell Creator. Mach da jetzt mal 5 Tropfen rein, weil ich will sie in die verschiedenen Farben verteilen. Und den Bubble Booster nehme ich genauso 5 Tropfen, also halb-halb mische ich das. Ihr könnt mir diese Pipetten sehr gut dosieren. Okay. Dann mische ich mir das erstmal in den Becher hier. Dass es schön zusammengemischt ist. Also wie gesagt, ihr braucht ja auch nicht viel davon. Okay. Ich glaube, ich nehme da noch ein bisschen mehr. Mir scheint das fast zu wenig zu sein. Kindersicherung. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, ob ich alles reinmache. Also insgesamt dann 10 Tropfen von jedem. Okay, also die, wo anfangen mit diesem Cell Creator zu mischen, am besten 2 Drittel immer. Das heißt 2 Drittel Cell Creator, 1 Drittel Bubble Booster. Mir war das jetzt hier noch ein bisschen zu wenig. Okay. So. Ich werde jetzt mal, ja, ich sag mal ca. 3 Tropfen in das Türkisblau machen. In das Kupfer mache ich außer 2, ja komm, 3 Tropfen. Und in das Oxid 3 Tropfen. So. Rühren wir das nochmal ein bisschen um. Noch mal um. In das Rosa habe ich ja nichts rein. Okay, okay. So, wie gesagt, die Spachtel hier. Schöne große Rippen, auch kleine. Ich würde es auch mal mit dem Großen probieren erstmal. Mal schauen, was für Muster mir bekommen. Ziehen wir einfach mal so Bahnen hier. Thank you.
das Kupfer noch. Und schmeiß mir jetzt eine Reihe Weiß dazwischen. Ein bisschen außen rum. Wird wahrscheinlich ganz reichen. Darum mache ich hier noch ein bisschen. Kupfer habe ich hier auch. So. Ich fülle jetzt noch mit Weiß auf. Ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen die Löcher zumachen, da wo ich noch ein paar Löcher habe, wo keine Farbe ist. Nur zur Sicherheit. Kann ja jeder machen, wie er möchte, swipen. Ich mach's halt so. Okay, da unten noch. Weil da habe ich die Farbe eigentlich auch schon ein bisschen schön verteilt. Okay. Kurz mal die Luftblasen ein bisschen ausmachen. Ich möchte ja nicht, dass die Zeilen jetzt schon kommen. Ja, ein paar kommen schon, klar. Okay, dann testen wir das mal. Putz mir das immer mal ab gleich. Dass die Farbe nicht so arg vermischt wird. Darf es halt nicht zu arg machen, weil sonst vermischt es sich zu arg. Ja, da haben wir viel Farbe, das habe ich schon gemerkt. Das passt eigentlich schon. Finde ich. Okay. Also ganz wichtig, wir dürfen es auch nicht zu arg erhitzen, weil sonst kommt alles wieder voller Zellen. Ich habe wahrscheinlich eh wieder zu viel Cell Creator reingemacht, aber ich habe halt Spaß dran. Lassen wir das mal ein bisschen laufen. Das muss über die Kanten bringen. Also nicht denken, oh je, jetzt macht er die Muster wieder kaputt. Es geht ja darum, dass sie sich auch ein bisschen auseinanderziehen, die Muster dann. Also diese Striche. Das war jetzt mein Hintergedanke.
Also ich denke mal, da kann man auch schöne Bilder ohne Silikon machen. Und habt dann natürlich dann viel schönere Linien, die dann auch bleiben. Hier bin ich auch noch ein bisschen zu viel braun, das lasse ich jetzt mal runterlaufen. Muss ich schauen, dass wir hier nicht so viel kaputt machen. Ich könnte es ja noch mit Weiß auffüllen, aber das lasse ich jetzt so. Und da noch die Kante zu. Ja, crazy. So, Kanten soweit zu, hoffe ich doch, andere Seite sehe ich immer schlecht. Ah, ah ja, jetzt habe ich hier blau dran gemacht, aber ist nicht so schlimm. Crazy. Okay. Also ihr seht schon, es bilden sich vereinzelt Zellen. Darum werde ich es nur kurz mit dem Brenner, ganz kurz drüber. Und bei diesem Bubble Booster ist ja so, als Cell Creator macht ja Zellen. Und der Bubble Booster, je mehr man macht, also je mehr man es erhitzt, umso kleinere Zellen kommen dann auch wieder. Schauen wir mal. Nicht so viel. Wow. Ja. Und das Schöne, jetzt kommt da das Blau wieder durch. Ich glaube, das lasse ich. Seht ihr jetzt durch den Bubble Booster schöne kleine Zellen? Es arbeitet natürlich noch ein bisschen nach, aber das passt. Okay, jetzt hier noch ein bisschen, weil hier ziemlich viel Blau drunter ist. Ja, aber das reicht. Sonst wird es zu viel wieder. Cool. Also gut. Weil sonst sind ja meine ganzen Muster wieder weg. Ich lasse jetzt mal wieder für 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch wieder von nahem. Ja, da kommt das auch das Blau, das finde ich cool. Timo übertreibt es wieder. Aber egal. Okay. Dann bis gleich. So Freunde, jetzt von daheim. Ich fange mal links an. Kann man hier das braune Teil und hier ist richtig cool, finde ich. Mit diesem Türkisblau dann. Hier haben wir noch ein paar weiße Zellen. Und da kommen ja die türkisenen Zellen hoch.
Ihr seht, ich habe fast schon wieder zu viel erhitzt und natürlich auch ein bisschen zu viel wieder reingemacht von diesem Cell Creator. Aber ich möchte euch ja zeigen, dass es funktioniert. Da haben wir die türkisenen Zellen. Und hier wieder die Linien. Gott sei Dank habe ich noch ein paar Linien übrig lassen. Okay, das ist auch cool, das wollte ich nochmal zeigen hier. Da haben wir dann auch noch Linien. Also wie gesagt, ihr braucht da wirklich bloß ein, zwei Tropfen reinmachen, nicht so viel und passt. Ich finde es cool, aber mit den Linien, wie gesagt, mit dieser Spachtel, gerne auch ohne Silikon ausprobieren. Ich denke mal, da kriegt man schöne, coole Muster rein und dann passt es. Also gut, dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.